Wanderfalken vor die Kamera zu bekommen, ist sehr schwierig. Selten sind diese Tiere und blitzschnell. Hermann Ohnheiser aus Kassel ist es jetzt aber gelungen. Er hat einen jungen Wanderfalken gefilmt. Das Tier ist Teil des Nachwuchses eines Wanderfalkenpaares, das in diesem Jahr am Turm der Lutherkirche brütete. Von seinem Balkon aus fing Ohnheiser den Wanderfalken mit der Kamera ein. Der hatte sich einige Meter entfernt auf benachbarten Gebäuden niedergelassen. Schließlich schwang sich der Wanderfalk auf einen Schornstein, um sich besser orientieren zu können, und flog nach Hause. Zurück zum Lutherturm.